Liebe Geschwister, Alhamdulillah, ich glaube, wir alle spüren, dass unser Akku niedrig ist. Wir alle brauchen diese Neuladung, diese Aufladung. Wir alle brauchen die Charakterschule des Ramadan. Und die Prophetengefährten pflegten Sehnsucht zu verspüren, ein halbes Jahr vor Ramadan Eintritt. Und sie baten darum, dass Allah Ta'ala sie diese Charakterschule wird wieder erreichen lassen. Und nun sind wir weniger als einen Monat vor dem Beginn dieser Charakterschule, vor Beginn dieses Urlaubs, dieser großen Segnung. Und wir bitten Allah Ta'ala, dass wir den Ramadan erreichen und er uns erreicht und wir als Gewinner aus diesem Monat hervorgehen. Allahumma Amin, Allahumma Amin, Allahumma Amin. Charakterschule Ramadan. Um unserer Persönlichkeitsentwicklung willen gab uns Allah Ta'ala jährlich diesen Charakterurlaub, wollen wir ihn vielleicht nennen. Ja. Obwohl Schule, wir haben auch keine negativen Assoziationen mit dem Wort Schule. Aber für die, die noch nicht so weit sind und Schule genießen können, nehmt das Wort Charakterurlaub. Charakterurlaub. Allah Ta'ala, Subhanallah, er verbindet mit dieser Charakterschule für uns, er verbindet mit dieser Säule des Islam, mal an dritter, mal an vierter Stelle in den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, er verbindet damit Erleichterung. Allah Ta'ala sagt im Koran, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah Ta'ala im Zusammenhang, im Kontext des Ramadan, erklärte in der wichtigsten Passage zum Thema Ramadan, in Surat Al-Baqarah, ab der 183. Ayah, sagt er sinngemäß, Allah will für euch die Erleichterung, nicht die Erschwernis. Darum geht es im Ramadan. Aber wie kann der Mensch Erleichterung bekommen, wenn er nicht an Herausforderungen wächst? Das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, und dies wird speziell in der Pädagogik betont, von verschiedensten Schulen der Pädagogik, autoritär und anti-autoritär und von alten Zeiten und in der Moderne, der Mensch braucht Herausforderungen, an denen er wächst. Und das Schlimmste, was man ihm antun kann, ist, ihm diese Herausforderungen vorzuenthalten. Und Allah Ta'ala schenkt uns diese Herausforderung. Alhamdulillah. Denn aufgrund unserer bequemen Natur gehen wir so manchen segensreichen Herausforderungen aus dem Weg und suchen immer die leichtere von zwei Alternativen. Aber die, die uns auch oft wenig einbringt. Nicht Erleichterung im Sinne von pragmatischer Erleichterung. Das ist auch das, was der Prophet wählte, sallallahu alaihi wasallam. Warum unnütze Erschwernis auf sich nehmen? Deswegen wird authentisch überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Bereich der pragmatischen Erleichterungen stets den leichteren Weg gewählt hat. Ja. Aber die Herausforderung, liebe Geschwister, sie ist ein großes Geschenk. Und ohne Herausforderung kein Wachstum. Und ohne Wachstum, ohne Stärkung, werden uns schon die kleinsten Kleinigkeiten überfordern, verängstigen, uns das Gefühl geben, nicht fähig zu sein, überfordert zu sein, klein, schwach, nutzlos zu sein. Aber wenn wir an Herausforderungen wachsen, das Selbstbewusstsein im positiven Sinne wächst mit und man verändert die Welt positiv. Wir lernen durch den Ramadan, uns anzupassen, nicht stillzustehen, nicht zu rasten, denn wer rastet, der rostet. Wir lernen, mit Veränderungen umzugehen, uns anzupassen im positiven Sinne, damit klarzukommen, da wo andere Menschen scheitern, weil sie den schwierigeren Weg eingeschlagen sind. Nämlich zu sagen, wir wollen uns nicht herausfordern lassen. Wir wollen auch nicht wachsen. Das ist in Wirklichkeit, liebe Geschwister, Erschwernis.
Aber Allah Ta'ala will für uns was? Ah, Erleichterung. Und wir alle instinktiv, wir sehnen uns nach diesem Monat. Wir sehnen uns nach diesem Monat. Weil wir wissen, er segnet uns. Wir wissen es, selbst wenn wir es mit unserem Verstand vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Geschweige denn ausdrücken können oder dazu einladen können. Aber wir wissen, ja, wir lieben diesen Monat, subhanallah. Und niemand kann uns diesen Monat nehmen. Niemand kann uns unser Fasten nehmen. Alhamdulillah. Durch diesen Monat, liebe Geschwister, durch das Fasten, durch die Selbsterziehung, wir spüren Würde. Wir verspüren einen positiven Stolz. Wir bekommen Identität. Und zwar durch etwas, was wir erarbeiten. Etwas, was wir erreichen. Nicht durch etwas, was wir konsumieren. Viele Menschen heutzutage, sie bauen ihre Identität auf Konsum auf. Auf Konsum auf. Welche Marken man trägt, welche Marken man sichtbar trägt, was man sich alles leisten kann. Es geht um Haben und nicht um Sein. Aber Allah Ta'ala, er schenkt uns Identität durch Sein, durch etwas erarbeitet haben. Und damit fühlen wir uns würdig. Wir fühlen uns stolz. Und deswegen sind wir, Alhamdulillah, nicht käuflich. Ein Muslim ist nicht käuflich. Warum? Was bekommt er? Was will er überhaupt mit Materiellem? Der Würde, der Stolz verspürt, der Identität spürt, ja, der lässt nicht Dieter Bohlen über sich urteilen. Ja, der braucht keine Castingshows, der braucht keine Millionen von Klicks und von Likes und von diesem oberflächlichen Zuspruch. Und sagt, nein, danke. Nein, danke. Weil man spürt diese Würde, man spürt diesen Stolz. Und andere, die das nicht haben, ja, sie verlangen nach dieser medialen Aufmerksamkeit, sie verlangen nach etwas, was ihnen das Gefühl gibt, etwas zu sein. Aber es ist ein täuschendes Gefühl. Liebe Geschwister, die Herausforderung, sie geht auch damit einher, dass wir tatsächlich Bedürftigkeit und Schwäche erleben. Und nicht nur für einen Moment, sondern für einen Zeitraum. Und Alhamdulillah ist dieser Zeitraum relativ lang. Denn gerade wir brauchen es. Alhamdulillah. Jetzt im Sommer, wir brauchen es. Alhamdulillah. Und Allah Ta'ala ist weise, dass der Ramadan wandert. Ja, stets 10, 11 Tage früher anfängt im Rahmen des Sonnenjahres. Allah ist Al-Hakim, Subhanallah. Einer der Namen, die wir uns, ja, sowieso sollen wir uns alle 99 Namen von Allah Ta'ala, und es sind mehr, aber mindestens 99 sollen wir bewahren, damit wir dadurch auch den Eintritt in das Paradies garantiert haben. Aber Al-Hakim, liebe Geschwister, und das ist für euch keinesfalls in irgendeiner Form verbindlich. Ich rede aus meinem persönlichen Gefühl heraus. Aber die Hikma von Allah Ta'ala ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Und ihn als Al-Hakim zu kennen, liebe Geschwister, bringt einem auch dem Tawhid näher, im Sinne von, dass man Allah Ta'ala, den Dien des Islam, versteht, das Leben auch besser versteht. Al-Hikma, Al-Hakim. Wir brauchen über einen langen Zeitraum das Gefühl, bedürftig zu sein. Wir müssen auch mal Schwäche erfahren. Das ist wichtig für uns. Denn das hält uns davon ab, den Weg des Scheitan einzuschlagen. Beziehungsweise als er noch Iblis war. Als Allah Ta'ala ihn noch adressierte mit Ja Iblis im Koran. Was führte ihn denn dazu, zum Scheitan zu werden? Hochmut. Und was ist das Gegenteil von Hochmut? Demut. Und Demut muss man erfahren. Das kann man sich nicht irgendwie, wenn man nicht weiß, warum, wird man es auch nicht verinnerlichen können. Warum soll ich demütig sein? Ich. Und dann, ja, ich. Dann fängt es schon an. Das war auch das erste Wort, was der Scheitan im Sinn hatte, als er sich rechtfertigen wollte. Anna. Anna khairum min. Ja, ich bin besser als er. Adam alayhi salam, er hat an seinen Rabb gedacht, an seinen Herrn. Ja. O Allah, mein Herr, bitte vergib uns. Ja. Das brauchen wir. Schwäche, Erfahrung. Schwäche, Erfahrung. Bedürftigkeitserfahrung.
Das, Alhamdulillah, nimmt uns Hochmut aus unserem Herzen. Hochmut als Gift, was uns nur zum Untergang führen kann. Demut, die auch daraus erwächst, dass sie überhaupt Regeln akzeptieren. Für viele Menschen gibt es keine Regeln. Die besetzen Länder, besiedeln Länder, annektieren Länder. Brechen Gesetze in der Praxis, denken sich vielleicht, ja, vielleicht im Nachhinein werden wir andere Gesetze schaffen, die dann vielleicht im Nachhinein unser Handeln legitimieren. Und wenn, ja, da wo kein Kläger, kein Richter und wir sorgen dafür, dass es keine Kläger gibt. Manche Menschen sind wortwörtlich, ja, verrückt, wahnsinnig. Das beste Wort, größenwahnsinnig. Und wir alle können so enden. Wir alle als Mensch können so enden. Weswegen es wichtig ist, früh zu erleben, es gibt Regeln. Wir halten uns an diese Regeln. Auch wenn sie uns nicht passen. Und biologisch, von den Empfindungen her, wer möchte leugnen, dass das Fasten uns, zumindest in einigen Zeiträumen innerhalb der Fastenzeit, uns nicht passt. Natürlich wollen wir essen, um Stärkung zu erfahren. Natürlich wollen wir trinken, um Stärkung zu erfahren. Natürlich wollen wir essen, um zu genießen. Oh, und das waren, subhanallah, Alhamdulillah, ich durfte auch in den Wintermonaten fasten. Und subhanallah, liebe Geschwister, mein Unterbewusstsein hat diese Ramadan-Monate nicht als leichte abgespeichert. Keinesfalls. Obwohl damals noch, ja, mit 18, 19, 20, 21, was meint ihr, ihr wisst, die in dem Alter sind und die in dem Alter waren, die wissen, wie man sich fühlt in dem Alter. Ja, man fühlt sich, als ob man den Superman-Umhang umhat. Ja, oh, ganz stark fühlt man sich. Aber selbst in diesen Wintermonaten, einfach nur das Gefühl, was Süßes essen zu wollen, seinen Angewohnheiten nachzugehen, Essen zu genießen, aber nein, geht nicht. Warum? Es gibt Regeln. Oh, und ich muss mich jetzt erziehen. Ich muss mich jetzt erziehen lassen von dieser Regel. Wallahi, liebe Geschwister, wichtig. Sehr wichtig. Für eine gesunde Demut. Einhergehend mit Stolz. Einhergehend mit Würde. Einhergehend mit Selbstbewusstsein. Einhergehend mit dem Gefühl, jede Situation meistern zu können. Ganz wichtig. Es ist nicht, subhanallah, erstaunlich, wie Allah Ta'ala uns durch eine Charakter, durch ein und dieselbe Charakterschule gleichzeitig all diese Eigenschaften einpflanzen kann. Und dazu zählt noch die Demut. Normalerweise geht nur das eine und dann muss man im nächsten Programm gegensteuern und korrigieren. Okay, wir bauen ihn jetzt auf. Du bist der Beste, du bist der Größte, du wirst das schaffen und niemand wird dich besiegen. Bam, 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 bam. Und dann merkt man, okay, es wirkt. Aber dann hat man ein halbes Monster erschaffen. Okay, stopp, stopp, stopp. Weißt du was? Du musst auch die Leistung der anderen anerkennen und mal demütig sein und mal Fehler zugeben können. Ja? Und so pendeln wir oft hin und her auf der Suche nach der goldenen Mitte. Aber subhanallah, der Ramadan vereint als Charakterschule, dass wir gleichzeitig Demut lernen auf tiefster Basis, nicht als mathematische Gleichung, intellektuell, sondern erzieherisch, ganz tief in unserem Herzen lernen wir diese Demut. Und gleichzeitig Würde, Stolz, Stärke und Selbstbewusstsein. Al-Hakim, subhanallah. Al-Hakim. Al-Hakim, liebe Geschwister. Demut, weil Allah Ta'ala auch von uns im Koran verlangt, dass nachdem wir den Ramadan abschließen durften, sagen nicht Ana Akbar, sondern Allahu Akbar. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, auf dass ihr Allah Ta'ala rühmt durch Takbir, dass er euch Hidayah geschenkt hat. Das heißt, selbst am Ende des Monats oder gerade am Ende des Monats nach vollbrachter Leistung sind wir durch diese Aya daran erinnert, ah,
Das war ja nicht ich, sondern ich habe das durch Allah Ta'ala vollbringen dürfen. Dank Allah Ta'ala vollbringen dürfen. Denn ohne seine Hidayah hätte ich das nicht, wäre ich dazu nicht fähig gewesen, beziehungsweise hätte ich das erst gar nicht gewollt. Vielleicht hätte ich zu denen gezählt, die sich darüber lustig machen. Oder hätte zu denen gezählt, die andere verführen wollen. Ja, komm und dies und jenes. Aber durch die Hidayah von Allah Ta'ala, durch Takbir sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja, ist auch ein Hochmutsblocker. Zu der Charakterschule, liebe Geschwister, zählt, dass wir nicht über andere Menschen urteilen. Es wird authentisch überliefert im Sahih Bukharis. Kunna nusafiru ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam falam ya'ib as-sa'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sa'im. Als die Prophetengefährten auf Reisen mit dem Propheten waren, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, Reisenden ist es freigestellt, haben die Fastenden nicht den Essenden, haben die Fastenden nicht die Essenden kritisiert und diejenigen, die aßen und tranken, haben nicht die Fastenden kritisiert. Wir beurteilen nicht. Wir halten Abstand davon. Ich darf das betonen, manchmal, gerade wenn man unter den jungen Brüdern ist, so, wir sind auf der Reise, wir fasten, muss sein, geht nicht anders. So, Bruder, das ist freigestellt. Ja, so, Achi, stopp. Ja? Und dann kann es passieren, natürlich, wir lieben diese Motivation, ich liebe sie, versteht mich nicht falsch. Ja? Aber da, wo es anfangen könnte, dass man dann auf einmal wegen den Menschen fastet und nicht wegen Allah, dann sollte man vorsichtig sein und sagen, okay, stopp. Aber wenn wir jetzt fasten, tun wir das wirklich für Allah oder weil wir uns gegenseitig beeindrucken wollen oder weil wir gar die Kritik voneinander fürchten? Thematisiert das, ja? Thematisiert das. Wenn dann am Ende alle sagen, ja, wir fasten, dann sagen Allahu Akbar, Alhamdulillah, kein Problem, Alhamdulillah. Das sollte auch die Regel sein für die jungen, starken, dass man es auch genießt, diesen Monat ja, vollständig gefastet zu haben. Aber in dem Moment, wo die Absicht gefährdet ist, alle Alarmglocken sollten dort läuten. Alle roten Lichter ja, sollten im Herzen aufgehen, warnend. Oh, was machen wir? Verlieren wir gerade unsere reine Absicht? Und tun wir Dinge für Menschen anstatt für Allah Ta'ala? Wenn jemand sagt, er kann nicht fasten, er ist krank. Sind wir diejenigen, die den Körper öffnen wollen und schauen wollen, ist da wirklich Krankheit? Wollen wir urteilen? Wir sagen Shafaq Allah. Allah möge die Heilung geben. Ja, wir machen Dua. Ja, wenn jemand sagt, er ist krank, er kann nicht, dann kann er nicht. Ja? In Bezug auf sich selbst. Vielleicht ist man krank. Vielleicht möchte man nicht essen und trinken, weil man die Kritik der Menschen fürchtet. Ja? Und man begibt sich in eine Gefahr. Nein. Allah Ta'ala hat den Kranken ausgenommen. Ja? Hol das nach. Das heißt auch die Ehrlichkeit, die Reinheit, Al-Ikhlas Allah Ta'ala gegenüber sollte immer gewahrt sein. Und das lehrt uns auch der Ramadan, dass wir nicht oberflächlich urteilen. Ah, der fastet, der ist gut und der fastet, der ist nicht gut oder der heuchelt oder der lügt oder... Nein. Jemand sagt, er ist krank. Jemand ist auf Reisen und er sagt, er möchte nicht fasten, das ist ihm freigestellt. Ja. Subhanallah, was durch das Fasten alles möglich ist. Hakeem Olajuwon, bekannter Basketballer, könnte fast zum Allgemeinwissen zählen, ihn zu kennen. Als 1995 der Ramadan mehr oder weniger im Monat Februar stattfand, als der Februar 1995 innerhalb des Ramadan stattfand, lag, Hakeem Olajuwon wurde zum Spieler des Monats gewählt. Und wenige Wochen später holte er die Meisterschaft. Und zwar nicht als Favorit, sondern als große Überraschung. Das ist möglich. Und er fastete.
Das ist ja der Punkt. Er fastete den gesamten Monat durch. Manchmal nahm er die Mahlzeit ein während eines Spiels. Ja, und Basketball, für die, die es nicht wissen, ja, man könnte darüber argumentieren, aber jetzt nicht hier, ist anstrengender als Fußball, wenn man spielt 48 Minuten netto. Das geht ganz schnell hin und her. Das heißt, wir müssen uns nicht beeindrucken lassen oder begrenzen lassen durch Menschen, die den Ramadan nicht kennen und auch nicht schätzen, dass sie sagen, dies und jenes geht nicht und das ist eine Leistungsbremse und ja, so. Lasst sie reden und uns aber auch gleichzeitig handeln, liebe Geschwister, dazu gleich mehr. Ja. Wir haben gewissermaßen den Geschichtsbeweis. 1440 Jahre haben die muslimischen Zivilisationen gefastet. Sieht man irgendeine Zivilisationskrankheit unter Muslimen? Lächerlich, diese Diskussion. Lächerlich, diese Diskussion. Wir brauchen erst gar nicht mit Medizinern und ja, etc. zu sprechen. Sowieso, es gibt immer zwei Lager, weil manchmal ist Wissenschaft auch durch Ideologie geprägt. Ja? Der eine will dieses beweisen und er wird es auch beweisen. Aber ist es bewiesen? Ja? Es kann uns auch in den Islamwissenschaften passieren. Jemand ist so von einer Sache überzeugt. Er sieht die Belege der anderen nicht oder er gewichtet sie nicht würdig. Und umgekehrt sieht er Dinge, die scheinbar für ihn sprechen, aber es sind keine Belege. Oder Belege übergewichtet er, die für ihn sprechen. Ja? Charakterschule Ramadan. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صُيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, mancher Fastende hat von seinem Fasten nichts außer Hunger und Durst. Oh, diese Worte sollen uns Angst einjagen, liebe Geschwister, richtig verängstigen, dass wir oberflächlich fasten und davon nichts haben außer Hunger und Durst. Und so mancher Betende hat von seinem Beten nichts außer Schlaflosigkeit. Also hier wird über das Nachtgebet gesprochen, die Tarawih-Gebete, die freiwilligen Gebete etc. in der Nacht. Nur Schlaflosigkeit. Allah Ta'ala möge uns vor diesen oberflächlichen Praktizieren bewahren. Allahumma Amin. Das heißt, wir lernen dadurch, durch diese Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das Fasten auf anderes hinausläuft, größere Ziele hat, als dass man steht und hungert. Ja? Obwohl stehen und hungern auch schon, ist auch schon eine Charakterschule. Auch wer nur steht und hungert, auch das ist schon wichtig. Gibt ihm Disziplin und ja, Selbstbeherrschung. Auch das ist schon, alhamdulillah, viel im Vergleich, ja, zu denen, die sich überhaupt nicht in irgendeiner Form anstrengen. Und hier wird es noch klarer in den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind sahih, bekannte Hadithe, niemand fechtet sie an. مَنْ لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طُعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, wer das falsche Wort und dessen tatkräftige Durchsetzung nicht unterlässt, von dem und das schlechte Benehmen nicht unterlässt, von dem verlangt Allah auch nicht, dass er auf sein Essen und Trinken verzichtet. Ah, das heißt, wir sollen nichts Falsches sagen. Wir sollen nicht Falsches tatkräftig durchsetzen, nichts Falsches tun. Und wir sollen uns auch nicht schlecht benehmen. Ansonsten, was hat man davon, dass man fastete? Ja, natürlich kann niemand sagen, oh, heute habe ich mich schlecht benommen, jetzt kann ich essen und trinken. Das ist nicht Sinn des Hadiths, sondern der Hadith will uns auf die Selbsterziehung hinweisen, auf die Charakterschule des Ramadan. Ramadan lehrt uns Dankbarkeit durch portionierten Entzug. Wir sind dankbar, wir sind Wasser, Brot, Datteln. Manchmal schauen wir herablassend auf diese Nahrungsmittel herab. Wir wissen das nicht zu würdigen. Und Dankbarkeit ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Ja, die Redensart, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind es, die glücklich sind. Bekannte Redensart,
Roger Bacon, wahrscheinlich Hunderte zuvor, die das gesagt haben, oder andere, die es unabhängig von ihm gefunden haben als Weisheit. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die dankbar sind, dass die glücklich sind. Das heißt, der Ramadan ist ein Weg zur Dankbarkeit. Alhamdulillah. Und das ist das, was Allah Ta'ala von uns will. Ja? لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Auf dass ihr Allah rühmt durch Allahu Akbar, dass er euch recht geleitet hat und auf dass ihr dankbar sein möget. Und durch Dank werden wir glücklich, zählen wir zu den Glücklichen und gleichzeitig, das sagt ein deutscher Schriftsteller August Kotzebue, dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder, sie geben das Empfangene zehnfach zurück. Dadurch können wir bessere Menschen für andere Menschen werden. Das Fasten ist nicht nur für uns selbst, liebe Geschwister. Und wir wissen, dass das stimmt, was dieser deutsche Schriftsteller gesagt hat, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wird beschrieben, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Der Prophet war der großzügigste aller Menschen. Punkt. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Und er übertraf sich selbst noch, weil er war konkurrenzlos. Er übertraf sich selbst im Ramadan. Und Ibn Abbas, wisst ihr, wie er ihn beschreibt? Wer diese Großzügigkeit beschreibt, er sagt, Ajwada bil khayri mina rihi al mursala. Er war großzügiger als der entsandte Wind. Das war eine interessante Ausdrucksweise. Ich dachte drüber nach. Was ist Wind? Wind verbreitet sich. Erreicht alle. Ihr werdet gleich überrascht sein. Erreicht alle. Wind erfrischt. Denkt auch an den Kontext, ja? Arabien. Hitze, Wind erfrischt, Wind befruchtet, ja? Wind hilft. Wind ist das Mittel der Befruchtung für die Pflanzenwelt, von der sich die Tiere ernähren und wir ernähren uns von beidem. Ja, ich weiß, manche Brüder sind mehr so, ja, Fleischitarier, ja, aber der Wind erfrischt, der Wind ist spürbar, der Wind verbreitet sich, alle möglichen profitieren von ihm. Und so war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als ich das nachgeschlagen habe oder weiter recherchierte, wusstet ihr, dass die Sahara-Wüste, liebe Geschwister, 40 Millionen Tonnen, eine Tonne ist 1000 Kilo, 40 Millionen Tonnen Staub in die Regenwälder des Amazonas exportiert. Die Sahara-Winde, ja, exportieren 40 Millionen Tonnen Staub aus der Sahara-Wüste in die Amazonaswälder und versorgt diese dort mit Nährstoffen. Können wir jetzt verstehen, was Ibn Abbas damit sagt? Ja, der großzügig wie der entsandte Wind. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Die Großzügigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Großzügigkeit, die auch befördert wird durch Mitleid. Ja, natürlich leiden wir im Ramadan. Im Rahmen der Herausforderung, nicht im Rahmen der Überforderung. Und Mitleid wird durch Leid möglich. Wie willst du mitleiden, wenn du selber nicht leidest? Omar, in einer Situation, in der viele Muslime hungerten. Er aß selber nicht. Und es hieß, du musst essen, du musst trinken, du bist unser Anführer. Wie soll es uns gut gehen, wenn es dir nicht gut geht? Und dann sagte er, wie soll ich das Problem lösen, wenn ich es selbst nicht habe? Wie soll ich das Problem lösen, wenn ich es selbst nicht habe? Natürlich brauchen wir Mitleid, um für andere Verantwortung zu tragen. Vielleicht brauchen wir den nächsten Ramadan, bis wir endlich mal einen Dauerauftrag haben bei Muslime helfen oder bei Islamic Relief oder Sieben Ehren oder Kindertränen oder woanders.
Vorher juckt es uns vielleicht gar nicht, nicht? Juckt es uns gar nicht? Weil, ja, was Leid? Ich leide nicht. Leide mal. Und dann wirst du auch mitleiden können. Das Streben nach Wissen, auch im Ramadan verankert. Der Monat, an dem Allah Ta'ala den Koran herabgesandt hat. Der Monat, in dem Jibril alayhi as-salam jede Nacht den Propheten besuchte, sallallahu alayhi wa sallam, und den Koran mit ihm studierte, wie authentisch überliefert wird. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ. Studieren, lernen, studieren, lernen. Liebe Geschwister, all das, was wir heute thematisiert haben, ist wichtig, dass wir das lebendig machen, dass wir dies zeigen den anderen Menschen. Warum? Es gibt vielleicht auch schwache Muslime, die kennen den Ramadan nicht, die haben ihn so noch nicht erfahren dürfen, erfahren wollen. Wir müssen ihnen zeigen, was Ramadan bedeutet an Charakterschule. Es gibt Menschen, die sind ungläubig im Sinne von, die glauben nicht, dass das alles durch den Ramadan oder im Ramadan möglich ist. Zeigt ihnen, dass das möglich ist. Es gibt vielleicht sogar manche unter ihnen, die lauern. Die lauern auf irgendwelche Dinge, die sie skandalisieren können, um ihren Islamhass zu bestätigen. Gebt ihnen nicht diese Möglichkeit, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie in Mekka Umrah machen durften, oder durften, also von Allah Ta'ala durften, aber als die Quraysh noch in Mekka regierten, und die Quraysh sagten, ah, die sind schwach, das Fieber Medinas hat sie geschwächt, und sie sind schwach. Wisst ihr, was der Prophet anordnete? Er ordnete an, dass man schnell läuft in der Umrah, und er ordnete an, dass die Männer ihre Oberbedeckung von der rechten Schulter runternehmen sollten, und dass die Muslime, wenn sie um die Kaaba herumgehen, ja, und man geht gegen den Uhrzeigersinn, dass die Leute die Schulter sehen, dass die Leute den Bizeps und den Trizeps sehen, um Stärke zu zeigen. Und wir sind gerade auch in einer ähnlichen Situation, liebe Geschwister. Ja? Leute denken, Ramadan macht euch schwach und nicht leistungsfähig und Problem hier und Problem da. Manche. Ja, wir wollen nicht verallgemeinern, wir wollen auch nicht irgendwie Problemsuchende selbst suchen und selber zu Problemsuchern werden. Aber manche von ihnen, sie existieren da draußen. Dem einen oder anderen sind wir vielleicht schon begegnet. Und diesen Menschen wollen wir Stärke und Würde zeigen und keine Angriffsfläche bieten. Streben nach Wissen, Empathie, Großzügigkeit, Ehrlichkeit, Leistungsfähigkeit, Gesundung, Dankbarkeit, Ablehnung oberflächlicher Urteile über andere Menschen, Demut, Würde, Stolz, Zeitmanagement, Anpassungsfähigkeit, Dankbarkeit, Selbstbeherrschung, Persönlichkeitsentwicklung. Alhamdulillah, dass wir den Ramadan haben. Alhamdulillah, das ist eine kleine Khutbah gewesen. Ihr müsst kritisieren, ihr müsst sagen, was, er hat über dieses und jenes und jenes und jenes und jenes nicht gesprochen. Aber entschuldigt mich am Ende, weil die Zeit, wie immer, sie liegt uns allen im Nacken. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oh Allah, bitte vergib uns unsere Sünden, bitte lass uns das Gebet lieben, bitte lass uns Sehnsucht haben, dir zu begegnen im Gebet, oh Allah, mit dir verbunden zu sein durch den Ramadan und durch unseren Alltag. Oh Allah, bitte helfe uns, Leid hinwegnehmer zu sein für alle möglichen Leidtragenden auf dieser Erde. Allahumma Amin. Oh Allah, bitte rechtleite uns stets näher zur Mitte des geraden Pfades. Allahumma Amin. Und vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben, und lass uns lichtspendende Leuchten für all unsere Mitmenschen sein. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.